Und wir haben mal ins Archiv geschaut. Die Fußballgeschichte in Leipzig ist ja nicht so ganz überschaubar. Es gab da, oder es gibt da Lok, es gibt Chemie, es gibt RB, es gibt eine riesen Fußballtradition. Es gab auch zwischendurch mal als deutschen Bundesligisten den VfB Leipzig. Das ist ein bewegter Verein, der erste deutsche Meister überhaupt 1903. Ein Verein, der hervorgegangen ist aus Lok Leipzig und dann auch wieder verschwunden ist zugunsten von Lok Leipzig. Und 1993 sind sie in die Bundesliga aufgestiegen und das waren damals erstaunliche Bilder aus Leipzig. Die Zeit in Leipzig konnte heute gar nicht schnell genug laufen. Die Menschen waren früh auf den Beinen, um ihren VfB zu unterstützen. Der Nachwuchs träumt schon von den großen Namen, die im Zentralstadion Einzug halten sollen. Viele standen bis 2 Stunden an den völlig überlasteten Kassenhäuschen, um eines der begehrten Tickets zu erhalten. Da hatte es der Leipziger Oberbürgermeister schon besser. Auch Parkplatzprobleme kannte Hinrich Lehmann-Grubbe nicht. Er betrat um 14.23 Uhr die Stätte des Entscheidungsspiels für seinen letzten Auftritt in Diensten des VfB Leipzig. Die Leute sind voll hinter uns. Die wollen hier kein super Spektakel, die Leute, sondern die wollen, dass wir aufsteigen. 38.000, ein Zuspruch wie noch nie in der zweiten Fußball-Bundesliga. Vor 90 Jahren war der VfB deutscher Meister geworden, jetzt lockte die erste Bundesliga. Und Mainz kam dem VfB Leipzig entgegen. Denn hier ereignet sich eine Schiedsrichterbeleidigung und Jürgen Klopp wird des Feldes verwiesen. Er soll gesagt haben, Schiedsrichter, du bist der Größte. Eckball Leipzig und Tor! Genau eine Stunde ist gespielt, Jürgen Rischier der Torschütze. Und so sah den Treffer der Trainer, Jürgen Sundermann. Und diesmal ist Dirk Anders völlig frei, alleingelassen und diese Chance nutzt auch er. 2:0, keine Frage, das ist die Entscheidung in diesem Spiel. Das ist der Aufstieg in die erste Bundesliga. Und 38.000 warten darauf, das Spielfeld zu stürmen. Und jetzt, meine Damen und Herren, hält die überhaupt keiner mehr. Dann brechen die Dämme, fließt auch der Sekt. Riesenstimmung und der Erste, der unter die Dusche muss, das ist der Präsident. Um 17.43 Uhr setzt sich dann der Autokorso mit den Aufstiegshelden am Zentralstadion in Bewegung. Die Fans begleiteten den Triumphzug und am Rathausplatz warteten Tausende. Ein Empfang wie für Weltmeister. Ein riesiges Menschenmeer, ein Fußballfest, wie man es lange nicht erlebt hat. Und immer wieder, nie mehr zweite Liga.